sind aus Rheinhessen. Wir kommen aus der Nähe von Bad Kreuznach. Alten Bamberg heißt der Gemeinde, wo wir herkommen. Was macht Faszination Isländer Pferdereiten aus im Verhältnis zu Großpferden? Man muss Spaß haben am Gangpferdereiten. Also der Isländer hat ja noch den Tölt und hat auch noch den Pass als Gangart. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und sie haben ein Pferd, was ruhig hier steht. Es könnte jetzt hier, der Luftballon können jetzt hier platzen, das wird dem Pferd nichts ausmachen. Aber das Pferd hat Energie, wenn es das, wenn wir sie brauchen. Wenn wir den Tölt zeigen wollen, dann hat das Pferd sehr schöne Energie und die Energie ist abrufbar und sie ist da. Das ist natürlich, die Isländer sind jetzt keine Dressurstars, das heißt im Viereck werden wir jetzt keinen Blumentopf gewinnen, wie jetzt eine Isabelle Wert mit ihrem Großpferd, aber das Gangvermögen ist unglaublich schön. Und was am meisten Spaß macht, ist in der Natur. Der Tölt in der Natur ist das Schönste, weil der Tölt unglaublich bequem ist für den Reiter zu sitzen. Und dadurch kann man lange Strecken sehr, sehr schön die Natur genießen und erlebt das zusammen mit seinem Pferd. Das macht eigentlich die Faszination Islandpferd aus. Die Isländer haben verschiedene genetische Veranlagungen. Also es gibt den sogenannten Viergänger, das heißt, das Pferd zeigt Trab, Schritt, Galopp und Tölt. Und von der Viergänger kann, in der Regel sind das sogenannte Naturtölter. Das heißt, wenn man von der Gewichtshilfe her, also sich schwer hinten einsetzt, treibende Hilfe hat und auch die Zügel aufgenommen hat, dann Tölter, das Pferd ganz von alleine im Prinzip. Der Naturtölter im Prinzip hat Schwierigkeiten, den Trab zu finden. Das ist die Herausforderung beim Naturtölter. Dann gibt es noch die Fünfgangpferde, das ist im Prinzip Pass. Pass ist eine Sache, die wirklich langes Training bedarf, langen Trainingsbedarf, die nicht einfach so wie jetzt, was weiß ich, beim Großpferd der Trab oder der Galopp mit einer einfachen Hilfe zu machen ist. Das ist eine lange Trainingsphase mit zig Hilfen, die da aufeinander abgestimmt sein müssen. Und das dauert sehr, sehr lange. Aber das haben nicht alle, das haben nur die Fünfgänger haben den Pass. Also beim Galopp ist es so, kommt es auch wieder darauf an, was für eine Veranlagung das Pferd hat. Der Viergänger galoppiert in der Regel recht gut. Das ist ein schöner Dreitakt, der galoppiert schön, schöner Dreitakt. Der Fünfgänger, der den Pass hat, der hat seine Probleme, weil der passiger läuft in seiner Grundart her. Der hat ein bisschen Probleme mit dem Galopp generell. Aber auch das ist Trainingssache und Ergebnis langer Arbeit. Und dann kriegt man das schon gut hin. Nee, nicht ganz. Es kommt eine kommt noch vor. Ja. Also das zweite. Verschiebt sich das. Meine Kommissar, Minuten, ja. Und das ist Isabelle Schaumgruppe vom Brücklocher Hof. Und die werden hier nicht schauen. Bitte kein Zwischenapplaus. Bitte erst am Ende applaudieren. Heute Abend gerne nach Island in einer längst vergangenen Zeit mitnehmen, in der den Menschen sich die Welt mit Sagen und erklären. Wir reisen gemeinsam mit ihnen an den Anfang aller Dinge, als der allmächtige Gott Odin Tag und Nacht erschuf. Der Sage nach geschah es, dass Odin, der über ein gewaltiges Wissen verfügte, die Göttin Mut und ihren Sohn Dagur zu sich rief und ihnen sogleich die schönsten und schnellsten Pferde gab, die er besaß. Dagur erhielt den schnellen Hengst Skinfaxi, den man auf Leuchten nennt, und von dessen wehendem Langhaar und seinen funkensprühenden Hufen jeden Tag Luft und Erde von Osten her erhält. Er wird begleitet von den Sonnenpferden der Göttin Sol. Not erhielt den prächtigen schwarzen Hengst Rindfaxi, Skinfaxis Bruder, dessen Namen Frost oder Husmane bedeutet, und der Nacht für Nacht von den Nesten her über die Erde zu gehen. Kleidet wird sie vom Hochwert des Volkes vor. So dann ließ Odin sie in den Himmel und machte es ihm zur Aufgabe, alle 2x12 Stunden die Erde zu umrunden, wobei die Nacht den Tag stets verfolgen sollte. Sehen Sie, unsere Interpretation des Tanzes von Tag und Nacht, die wir unseren kürzlich verstorbenen Tieren und Träumen werden heute Tag überwinden.
Herzlichen Dank.